Oh, hier war der Bannort, stimmt, und auch der Killort. Herzlich willkommen zu einem Mini-Projekt, und zwar unser kleines Comeback. Wir sind wieder daheim bei dem Minecraft-Mini-Projekt mit Jason und mir. Nein. Ja, es ist wieder endlich nach einer Zeit. Warum ist das scheiße? Endlich ist es wieder an der Zeit, das Mini-Projekt mal wieder aufzunehmen. Vielleicht bemerkt ihr jetzt, dass ich wieder etwas wieder auf schlechtere Einstellungen noch aufnehme. Naja, was soll's? Ich wusste jetzt nicht. Naja, Hauptsache es funktioniert überhaupt. Wenigstens leckfrei. Nicht, dass es so gelaufen wäre. Das wäre noch beschissener, oder? Ja. Also, warum war ja, wie gesagt, Jason hat ja gerade gesagt, warum so lange keine Folge mehr kommt, umso wichtiger, dass wir jetzt hier gerade voll Spamming aufnehmen. Wir nehmen jetzt wahrscheinlich ein paar Folgen im Voraus auf. Mal gucken, wie viele. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, komplett neuen PC zu holen, anstatt jetzt diesen hier aufzurüsten. Das ist mir mein Geld überhaupt nicht mehr wert, diesen hier aufzurüsten. Das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr für diesen PC. Der ist eigentlich nur noch für die Schrottpresse gedacht oder für jetzt keine Games, sondern jetzt mehr für Internet jetzt eher, weil die Games steigen einfach jetzt mit der Grafik höher und dann reicht dieser PC überhaupt generell gar nicht mehr. Und deswegen werde ich mir jetzt auch sparen. Ich werde mir jetzt nach und nach jeden Monat einen Teil holen. Ich habe mir auch schon... Ups, jetzt habe ich den Fall kaputt gemacht. Ich habe mir auch schon ausgesucht, welche Teile ich holen werde. Es wird auf jeden Fall ein i5-Prozessor sein. Ist jetzt nicht der beste. Aber mit denen kann man auf jeden Fall schon mal gut aufnehmen. Oder? Ja. Ja, dann werde ich mir halt eine ordentliche Grafikkarte holen. Jetzt auch nicht die beste, aber naja. Und vielleicht halt, ja, halt CPU, habe ich ja schon gesagt, DDR3 Arbeitsspeicher, 8 GB und neues Motherboard. Netzteil und so habe ich ja eigentlich schon, also brauche ich das jetzt speziell nicht besorgen. Und ich habe 3 Gold Nuggets. Und ich habe... Ich finde aber, so doll leckt es gar nicht. Also es leckt überhaupt eigentlich gar nicht, finde ich, also... Muss ich schon sagen. Ich hoffe nur, dass du dich jetzt gut anhörst oder ich muss dich bei den nächsten Folgen mal irgendwie anders einstellen, weil gerade in der Test warst du irgendwie ganz komisch. War ich eigentlich auch, aber bei der zweiten Test war ich wieder gut. Egal, wir sehen es ja. Das erste Bücherregal, das steht hier. Das erste? Ja. Yippie! Bin so glücklich. Wir spielen jetzt auf der Version 1.7.4 und zwar 4. Weil, ey, das ist echt eine Zeit wegen. Ich habe da im Server nachgeschaut und das letzte Mal, wo wir gespielt haben, war es ja noch die 1.6.2, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das falsch gemacht haben. Und das ist echt eine enge Zeit. Ja, also zwischen der letzten Folge auf jeden Fall. Wir haben uns wieder vertragen, alles ist wieder gut. Auch wenn in der letzten Folge es nicht so gut aussah. Für mich auf jeden Fall. Also, Steam hatte eigentlich jetzt nicht so, sagen wir mal, die Probleme. Mit Emo. Da! Weil ich bin ja nicht der hier, halt. Lass uns mal schlafen, dass es wieder Tag wird. Jo. Und wir haben uns auch schon überlegt, sobald ich noch mehr Frames habe, also am besten noch einen besseren PC, dass wir dann mit einem eigenen Modpack, aufnehmen. Das Modpack ist eigentlich im Grunde schon fertiggestellt. Es sind eventuell hier und da noch eine kleine Änderung gemacht, wenn ihr auch Änderungen wünscht. Ja, also man kann ja ein bisschen inhaltlich sagen, was da so ungefähr schon noch jetzt schon drin ist. Jetzt gehe ich mal in die Leggy-Ecke, mal gucken, ob es hier immer noch leckt. Ach, weißt du noch die Leggy-Ecke? Bei mir leckt es gerade wegen Rennern wahrscheinlich, also Chunks Laden hier. Der Bannort. Ah ja, hier war der Bannort, stimmt. Und auch der Killort. Sagen wir es mal so. Hoppala. Und hier war auch meine schöne... Nein. Und hier war auch meine schöne, hübsche, wirklich sehr gut gestaltete Scheiße.
die ich hier fabriziert habe. Er hat gelernt, sich selbst zu beurteilen. Also, ja. Wie gesagt, es ist sehr viel Zeit vergangen. Er hat selbst gelernt, dass er sich selbst mal eine eigene Meinung bilden soll und. Könnt ihr mal sehen, es ist viel Zeit vergangen. Aber ein Vorteil hat es jetzt. Wir kommen besser übers Wasser. Auch wenn es eine Scheißbrücke ist. Doch, ich verpiss mich wieder hier. Leck trotz, doch noch. Es ist auf 20 Grad runtergegangen. Da will ich nicht runter. Jetzt will ich aber nicht dahin gehen. Weil ich habe gerade mal 23. Die ganze Zeit war es schon stabil, schön gut. Boah, endlich das Medienprojekt. Ja, ist eine wirklich lange Zeit. Also erstmal das Problem lag, dass ich wirklich sehr wenig Frames hatte nur noch. Also ich hatte höchstens 10 Frames oder sonst was, wenn es gerade hoch liegt. Mit dem Modpack. Ohne Pack hatte ich gerade mal 20 normal ohne Aufnehmen. Jetzt habe ich, seitdem ich Kühlpaste neu drauf gemacht habe. Ja, heute ist ein langer Tag, weiß ja Simon, was so alles passiert ist, ne? Mit CPU technisch. Na egal. Auf jeden Fall ist jetzt so, habe ich um die 90 Frames hier auf dem Server. Mit Aufnahme habe ich nur 20, ich weiß auch nicht wieso, keine Ahnung, ist mir auch wurscht, Hauptsache ich kann aufnehmen. Und auf Singleplayer habe ich 130. aktuelle News, was bezüglich Apple betrifft, DigiPlace und HFLP, ist, dass die Website wahrscheinlich in 2 Monaten oder so unsere eigenen Seiten down gehen und dafür eine gemeinsame Seite entstehen wird. Ja, also unsere 3 Kanäle treten, sagen wir mal, in einer Partnerschaft zu. Ich sag mal Partnerschaft jetzt mal dazu. Kann man einfach. Ich will jetzt auch irgendwas machen, wegen nur rum. Willen will ich jetzt hier auch nicht. Mein Essen ist schon bald wieder alle. Na egal, auf jeden Fall, wir machen jetzt neben dabei was, während wir reden. Auf jeden Fall kann man das halt Partnerschaft nennen, also wie unsere 3 Kanäle, DigiPlace, HFLP und IPNApple werden sozusagen jetzt in Partnerschaft zusammengezogen. Wir machen uns eine Website, da könnt ihr alle Themen, alles über unsere 3 Kanäle erfahren. Auch aktuelle News und so weiter. Und ja... Das war es eigentlich schon mal von der Homepage, die jetzt bald stattfinden sollte. Sollte. Warte, wie sehen uns eigentlich unsere Kisten aus? Sind die eigentlich ganz... Ja. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet, also es könnte schlimmer sein. Ja, könnte schlimmer sein, da hast du schon recht. Nur ein paar Kisten sind noch alle, aber sonst läuft's, ne? Ja. Ich sehe gerade vielleicht Holz. Naja, irgendwann mal wieder. Ja. Wir könnten auch mal wieder eine richtig schöne Farmtour machen, oder? Hatten wir eigentlich schon länger nicht mehr. Weil uns wir hatten alles länger nicht mehr gehabt. Also. Ja, aber wirklich sehr lange nicht mehr. Also, wenn ich mal die letzten Folgen anschaue, wann hatten wir da mal eine Farmtour? Wir haben gerade mal nur 47 Eisen, ey. Das ist echt schlecht. Und nur 2 Stacks Kohle. Ist ich finde immer Farming Tours im Let's Play immer das Langweiligste, was geht. Aber es ist Minecraft, das ist also auch irgendwann mal notwendig. Nicht nur, kommt drauf an, was so in der Farming Tour so passiert, sag ich mal so. ja, da kann schon manchmal auch was passieren. Ja, das stimmt. Also nochmal zum Modpack. Was wir jetzt so, ich kann schon mal so ungefähr sagen, was für Mods ungefähr schon drin sind. Ich weiß es nicht so genau. Hier ist vor der Tür, glaube ich, ein Creeper oder so explodiert. Ich weiß nicht, ob das wegen mir mal war. Kann sein, kann nicht sein. Das ist hier die Frage. Also wegen dem Modpack. Ich weiß, Simo hat da halt die Modpack erstellt. Ich habe ein paar Mods mit ausgesucht. Jetzt, aber im Grunde genommen hat Simo die ganze Arbeit da gemacht. Simo ist hier unser Techniker. Ja, auf jeden Fall, wir haben so ungefähr, wie viele Mods waren das, 30? 31 Mods in der Premium Edition, könnte man sagen, in der Pro Edition und in der Light sind es ein bisschen weniger, ich weiß jetzt nicht, ich glaube das waren 28 nur noch. Ja, auf jeden Fall, werden die Mods ungefähr beinhalten, erstmal neue Rüstungen, neue Waffen,
War ja so, ne? Ja. Neue Rüstung, neue Waffen. Ich glaube, waren da neue Mobs bei? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Nee, ne? Doch, und zwar Chocobos. Ach ja, genau. Wir haben Chocobos mit eingefügt. Ja. Wir dachten uns einfach, ja, wird bestimmt lustig mit Chocobos. Ja. Also sollte jemand schreiben, hey, also wenn ihr das Modpack kennenlernt, sollte jemand in den Comments schreiben, hier, dieses Modpack ähnelt Hexit. Es ist auch groß. Kann auch gut möglich sein, weil ich Hexit als Basic, so gesagt, genommen habe, also ein paar Mods daraus genommen habe. Ein paar sehr viele meinen. Aber bei Hexit echt ein tolles Modpack. Daher habe ich da ein paar genommen. Ja. Ja, also das hat von mehreren jetzt ein paar Mods in beinhaltet. Wir haben uns halt ein paar ausgesucht und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr vielleicht noch ein paar Mods als Vorschlag habt, die vielleicht hier mit reinpassen könnten. Und ich mache jetzt mal irgendwas, außer jetzt anstatt die ganzen Kisten jedes Mal 100 Mal zu öffnen. Sonst wird es ja für meine Zuschauer noch langweilig. Schnappe ich hier mal ein paar Koppels sind noch mit. Ja, so lange nicht mehr gespielt, dass ich keinen Plan habe, wo jetzt irgendwas ist. Ja, wir wollten sowieso mal irgendwann so ein Riesenlager bauen, wenn wir genug Material haben, ne? Hatten wir das nicht mal vorgehabt? Ich weiß gerade gar nicht so genau. Kann gut möglich sein. So, dann schaue ich mal, was ich so machen kann. Also, wo ist denn noch so Baustelle? Also, du machst jetzt hier gerade das Dach, wie ich sehe. Oh, schön hübsches Dach, muss ich sagen. Ganz reizend. Ganz reizend. So, diese Welt haben wir ja schon sehr lange, wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Ich würde mal sagen, ne, ich habe jetzt keinen Bock auf Holzfarmen, das wäre noch langweilig für die erste Folge. Ja, für die erste Folge werde ich jetzt auch nur so ein bisschen hier bauen. Das ist ja erstmal nur so eine mehr oder weniger erstmal Erklärungsfolge, warum was jetzt in der Zeit abging. Daher kann man jetzt auch nochmal sagen, reinbauen. Ja, wie gesagt, also ihr könnt ja auch gerne in den Kommentaren schreiben, wenn es wirklich bei mir jetzt speziell zu schlimm sein sollte wegen den, was heißt Lags, da kommen eigentlich gar keine Lags, nur wenn es wirklich nicht, wenn es für euch jetzt einfach unklar. Ja, unguckbar ist, sag ich mal so. Also wenn es wirklich zu schlimm ist. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich merke überhaupt gar nichts am Laggen. Sonst, also ehrlich. Hier ist ein Texturenfehler, ist ja lustig. Der ist mir jetzt erst aufgefallen. Ist der erst neu, der Texturenfehler, oder? Welcher? Von den Betten. Das ist kein Texturenfehler. Doch, da. An der Seite. Ja. Und ich verarsche. Dann ist das wohl wahrscheinlich an dein Tech-Jobpack. Ich hab gar keinen drin, ich hab den ganz normalen Minecraft. Das ist dein Default Tech-Jobpack. Das ist echt schlecht, Alter, das ist ein Bug. Holz war hier. Was kann man noch so bauen? Ich überleg grad, wo sind wir eigentlich überall stehen geblieben? Wir waren, glaube ich, als allerletztes stehen geblieben, da hinten an der Leggy-Hütte, ne? Ja, boah, da gehe ich jetzt. Ja, ich auch nicht. Das ist mir zu riskant. Auf jeden Fall, was für Ideen. Also, ihr könnt auch mal wirklich in den Kommentaren schreiben, was für Ideen ihr so habt, was wir bauen können. Zum Beispiel hier auf diesen schönen, hübschen Platz. Hier habt ihr, wie groß haben wir die gemacht? 15x15 oder so? Oder 25x25? Keine Ahnung. Egal, auf den 25x... Ach komm, ich hab keinen Bock nachzuzählen. 25 waren das, glaube ich. Ja, dann sagen wir mal 25 mal 25 Platz dürft ihr jetzt mal aussuchen, was wir da hier rauf bauen dürfen können. Sucht euch irgendeine Scheiße aus, wenn es ein Pimmel ist. Ja, wenn die es wollen, dann bauen wir das natürlich. Ja, stimmt, kein Problem. Also, wie gesagt, hier auf diesem Platz erlaube ich euch mal, egal was ihr wollt, ihr dürft einfach irgendwas aussuchen. Der Kommentar mit den meisten Likes wird dann gewinnen, sag ich mal so. Das geht dann, was weiß ich, wie lange wollen wir das machen? Aber das ist 3 Folgen lang, also. Ja, okay. 3 Folgen lang
bis halt, wir sind jetzt bei 21, 22, 23, bis die 24 Folge draußen ist, dürft ihr aussuchen, was ihr hier bauen wollt. Also irgendwas, ihr könnt jeden Scheiß da drunter schreiben, was ihr wollt, ist scheißegal, wir versuchen das Ding dann umzusetzen. Halt, muss natürlich auch draufpassen, nicht, dass es gleich so eine Villa oder ein Palast ist oder sowas. Oder eine Burg. Palast, Alter, aber dann... Auf dem 25x25 Platz, ne? Ein Palast. Ja. Sieht zwar ein bisschen zerquetscht an Ende aus, aber was soll's? Ist da nur ein Palast? Na, wollten wir nicht 15 Minuten machen? Wie lange machen wir den schon? 15 Minuten und 11. Ja, ja, okay. Warte, so schnell? Das kommt. Machen wir 16, dann können wir jetzt hier ganz in Ruhe nochmal feiern. Alter, das kommt mir voll schnell vor. Ich bin hier nur ein bisschen rumgelaufen, Alter. Also echt, das kommt mir voll kurz vor. Als wenn wir nur so 5 Minuten jetzt so. Ey, echt krass. Ja, okay, also aufgeben, wie ich du. Schaltet wieder ein. Wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann drückt euch die Däumchen. Das zeigt uns, ob es euch gefällt oder nicht. Oder? Ja, wie gesagt, 25x25 Platz nicht vergessen unter den Kommentaren. Und das heute und jetzt am besten. Bye. Tschüss.